guten Morgen. Wir haben gerade jetzt 8.30 Uhr und ich werde jetzt aufstehen, weil ich will heute ein bisschen was Produktives machen. Ich habe viele Sachen vor und es ist noch ziemlich dunkel draußen. Ich werde jetzt gleich mal aufstehen und ein bisschen was machen. Guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist es so ein produktiver Tag von mir, hoffentlich. Wir werden sehen. Und ich wollte gestern eigentlich früher ins Bett gehen, um meinen Schlafrhythmus wieder so ein bisschen reinzukriegen. Aber irgendwie konnte ich dann doch erst so um 1 oder 1:30 einschlafen. Deswegen muss ich es heute nochmal versuchen. Und ich hoffe, es klappt diesmal ein bisschen besser. Ich bin jetzt um 8:30 aufgestanden. Ich bin zwar noch ziemlich müde, aber ich gehe jetzt erstmal was essen. Ich habe auch richtig Hunger. Oha, es hat sogar ein bisschen geschneit. Also minimal. Aber ein ganz bisschen geschneit hat es. So, ich bin hier gerade fertig mit Baden. Ich habe heute mal was Neues ausprobiert und zwar mit diesem Reiswasser hier. Das soll die Haare anscheinend ziemlich schön machen und das wollte ich heute mal ausprobieren. Ich habe dazu auch ein genaues TikTok gepostet und jetzt geht es nach oben zum Haarföhnen. Ich habe mega doll gehofft heute, dass die Sonne scheint und ich ein bisschen rausgehen kann, ein paar Bilder machen kann und alles. Es ist leider ziemlich dunkel und neblig, wolkig heute. Aber ich mache jetzt erstmal meine Haare. Die sehen nämlich ein bisschen komisch aus. Die muss ich jetzt erstmal hier in Ordnung bringen. Ich werde jetzt meine Haare föhnen, weil sonst ist es immer viel zu kalt im Winter. In meinem Zimmer ist es so kalt und deswegen habe ich auch immer so einen fetten Pulli an und selbst mit Pulli ist mir kalt. Und ich muss heute eigentlich noch zwei Referate vorbereiten und ich will noch ein bisschen lernen und mir Lernzettel schreiben für die Schule, weil in der Woche geht die Schule wieder los und dann schreibe ich jede Woche zwei Klausuren und habe auch noch zwei Referate und alles. Und deswegen will ich schon ein bisschen so jetzt anfangen. Bei mir im Zimmer ist es immer so dunkel, deswegen mache ich jetzt mal hier oben auf, ob ich kann. Es wird schon viel heller. Okay. Okay, okay, okay. Es ist jetzt richtig schön hell in meinem Zimmer. Und dann kann man auch gleich viel besser arbeiten, weil wenn es so dunkel ist, dann mag man ja überhaupt nicht aufstehen. Ich habe jetzt meine Haare fertig geföhnt. Ich weiß nicht, ob dieses Reiswasser jetzt so viel gebracht hat. Sie fühlen sich irgendwie genauso an, wie wenn ich sie normal wasche und föhne. Und bei mir ist jetzt aber ein Paket angekommen, was ich auspacken werde mit euch. Und ich weiß auch schon, was es ist. Und ich bin so gespannt. Ich habe mich so auf dieses Päckchen gefreut. Und zwar ist da drinnen eine Thermosflasche. Und zwar habe ich die zugeschickt bekommen. Ich packe euch den Link mal unten in die Beschreibung. So sieht diese gute Flasche aus. Ich habe sie mir in rosa ausgesucht. Und ich fand die so praktisch. Das ist nämlich eine 1-Liter-Flasche. Also die ist mega groß, wie man sehen kann. Die kann man hier ganz normal aufmachen und Wasser oder Tee reinfüllen oder so. In der Kälte hält die Flasche 12 Stunden lang warm. Und wenn man Eiswürfel reinfüllt, zum Beispiel mit was Kaltem zum Trinken, dann soll sie 24 Stunden sogar kalt halten. Sagt man das so? Ich werde das jetzt über die nächste Zeit austesten und ich finde die mega cool. Und hier ist auch noch so ein Karabiner dran, falls man das irgendwo dran machen will. Ich brauche den jetzt gerade nicht zum Beispiel. Ich werde sie aber hauptsächlich jetzt, weil ich ja eh nur zu Hause bin und nicht irgendwie meinen Tee warm halten muss, aber es ist natürlich auch praktisch für zu Hause. Und zwar werde ich mir heute gleich die Flasche vollfüllen mit Wasser oder vielleicht sogar mit Tee. Das kann ich mir überlegen, weil ich muss mehr trinken. Ich trinke immer viel zu wenig und deswegen habe ich jetzt mir so eine große Flasche sogar gewünscht. Wenn so eine 1-Liter Flasche neben dir steht und du weißt, du musst sie bis zu einer bestimmten Uhrzeit austrinken, ne? Dann macht man das, glaube ich, auch mehr, wie wenn da so ein kleines Glas steht. Und ich liebe solche großen Flaschen einfach mega, weil da trinke ich automatisch mehr. Ich habe gerade noch was auf Amazon bestellt. Ich habe meine Flasche übrigens wieder aufgefüllt. Die Flasche gibt es übrigens auch auf Amazon und zwar kostet die zurzeit, glaube ich, 13 Euro nur.
Und genau, ich finde, es geht voll klar für so eine Flasche und die ist echt von der Qualität her, die fühlt sich auch echt gut an und alles. Aber was ich auf Amazon jetzt gerade noch bestellt habe, ist eine neue Handyhülle für mein Handy, weil ich habe die jetzt schon seit März und die ist mittlerweile ein bisschen zerkratzt irgendwie, weil ich da mal mit meinen Fingernägeln so drüber kratze irgendwie, das muss ich mir ein bisschen abgewöhnen. Und jetzt wollte ich mal eine neue und ich habe mir so eine weiße bestellt. Und dann habe ich mir was gekauft, was ich mir dachte, das werde ich mir nie in meinem Leben kaufen. Und zwar ist es ein Bullet Journal. So ein Buch halt, wo man Sachen reinschreibt. Ich will nämlich dieses Jahr damit anfangen. Ich bin jetzt ein bisschen spät dran, ist ja schon der 3. Januar. Aber das kann man ja noch ein bisschen nachträglich schreiben. Und ich will da wirklich so ein paar Sachen reinschreiben. Ich finde das ganz cool, so um die Zeit zu vertreiben und wirklich so Sachen aufzuschreiben irgendwie. Ich werde dann auch so ein Traumtagebuch da reinschreiben, weil ich habe mir das irgendwie mal überlegt, weil ich immer richtig komische Sachen träume. Und dann will ich meine Träume da zum Beispiel reinschreiben und die kann man ja auch irgendwie mal deuten und dann will ich das irgendwie versuchen zu lernen und sowas. Richtig lustige Sachen werde ich dann da reinschreiben. Vielleicht nehme ich euch da ja auch ein bisschen mit. Ich habe nämlich keine Ahnung von dem Ganzen. Ich habe mir da auch so ein paar Stifte dazu bestellt, weil ich das gesehen habe, dass alle immer so spezielle Stifte dazu haben. Und seit habe ich mir auch ein paar bestellt. Ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen aufgerafft. Und ich werde jetzt mein Zimmer sortieren, also ein paar Sachen aussortieren, weil ich habe hier einen kompletten Schrank, ja. Und da sind ziemlich viele Sachen drin, die ich nicht brauche oder die vielleicht auch besser in den Keller gehören oder sowas. Und stehen generell noch viele Kisten rum von den Sachen, die ich aussortiert habe und die sollte ich auch mal wegtun dann und nicht in meinem Zimmer stehen lassen trotzdem. Und ich trage ein paar Möbel runter, die nicht in mein Zimmer gehören, wie zum Beispiel dieser Tisch da und der Stuhl. Das habe ich einfach gerade gefunden, das ist eine Spitzmaschine mit USB-Anschluss. Das habe ich noch nie in meinem Leben benutzt und keine Ahnung, es ist mir auch viel zu kompliziert, glaube ich, wenn ich die an den USB-Dings anstecken muss. Ich glaube, ich gebe die einfach mal meinem Bruder. Ich habe hier gerade so ein paar alte Wii-Spiele und Nintendo-Spiele und mein Nintendo und sowas gefunden und ich habe die jetzt mal versucht zu verkaufen und es wurden einfach schon voll viele gekauft. Also ich habe die gerade erst reingestellt eigentlich. Das da, die beiden habe ich schon verkauft. Weil das spiele ich halt einfach nicht mehr und die Wii geht zum Beispiel an meinem Fernseher nicht mehr. Deswegen können wir die leider nicht mehr benutzen. Und noch diese 4 Spiele habe ich verkauft und von dem Geld kann ich mir dann was anderes kaufen, was mir jetzt besser gefällt. Ich habe gerade mal versucht, hier so eine Frisur zu machen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, auf den Bildern sah das irgendwie ein bisschen sehr süß aus und ich dachte mir, es steht mir vielleicht, aber irgendwie sieht es komisch aus. Ich bin aber noch nicht so der Profi mit Frisuren machen. Ich wollte mir jetzt in nächster Zeit mal so ein paar ausprobieren, weil ich eh viel Zeit habe. Und übrigens, ich habe schon echt viel getrunken. Also es ist schon wieder über die Hälfte leer und ich trinke später dann auch noch Tee. Also ich habe wirklich heute extrem viel getrunken. Ich habe mir jetzt hier so eine Kartoffelsuppe gemacht, beziehungsweise meine Mama hat sie mir gemacht und ich habe sie nur noch mal warm gemacht. Und ich habe mir auch so einen Müsli-Riegel mitgenommen, weil ich wollte den irgendwie essen. Und ich habe mir dazu auch noch einen Toast gemacht und das werde ich jetzt essen und ein bisschen The Vampire Diaries weiterschauen. Ich habe The Vampire Diaries irgendwann mal angefangen, vor einem halben Jahr oder sowas, glaube ich, oder so. Und habe dann irgendwie bei Staffel 2 nicht mehr weitergeschaut und jetzt will ich weiterschauen. Ich weiß nicht, ich verliere bei Serien immer so die Lust dran zu schauen ein bisschen, außer bei manchen. Aber ich werde sie jetzt trotzdem weiterschauen, weil eigentlich ist sie gar nicht so schlecht. Ich finde sie wirklich nicht schlecht, aber ja, keine Ahnung, es ist einfach bei mir so. Guten Morgen, wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Ich bin gerade aufgestanden, habe mich schon ein bisschen fertig gemacht. Also ich glaube, 15 Minuten bin ich aufgestanden, deswegen bin ich immer noch ein bisschen müde. Ich habe heute bis 22:30 geschlafen, weil ich gestern Nacht irgendwie nicht einschlafen konnte. Und ich habe dann gestern auch nicht mehr weitergefilmt, weil ich war irgendwie so müde, aber ich konnte nicht einschlafen. Das war richtig nervig. Und jetzt gehe ich mir erstmal was zum Essen machen, weil ich habe richtig doll Hunger. Wie man mich kennt, habe ich mir zum Frühstück natürlich wieder einen Avocado-Toast gemacht, beziehungsweise 2. Ja. Ich wollte eigentlich ein Müsli essen, aber dann kam so, meine Mom hat eine neue Avocado gekauft und dann hat mir so, Avocado! Avocado! Zurzeit liebe ich Avocado wirklich. Ich mochte sie schon immer, aber zurzeit esse ich gefühlt jeden Tag Avocado, wie ihr vielleicht mitbekommen habt in den Vlogs. Ich werde mir jetzt noch eine To-Do-Liste schreiben, damit ich nichts vergesse heute, weil später kommt Hannah auch nochmal zu mir. Und genau, ich freue mich schon mega doll. Wir haben uns echt lange nicht gesehen, vor allem. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns vor Weihnachten gesehen, weil sie ist ja dann arbeiten und so und dann hatten wir irgendwie keine Zeit. Und deswegen schreibe ich mir jetzt eine To-Do-Liste, weil ich das alles noch schaffe, bevor sie zu mir kommt. So sieht jetzt meine To-Do-Liste aus und ich muss dahinter noch solche Abhakkreuzdinger, Abhakkästchen machen, genau. Und dann ist sie fertig. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt alles dann noch hin, weil es ist ja jetzt schon um 11
und Hannah wollte irgendwann nachmittags kommen. Mal schauen. Ich konnte jetzt schon ein paar Punkte auf meiner Liste abhaken, wie Sachen für meine Mama ausdrucken und Päckchen einpacken und so. Ich habe noch nicht ganz so viel geschafft, aber es wird bestimmt noch. Und meine Mama hat mir jetzt noch ein paar Nudeln gemacht und die werde ich jetzt erstmal essen. Und ich bin außer Puste, weil ich bin gerade die Treppen hochgerannt. Und ich habe hier auch noch zwei Eis. So Leute, es ist jetzt schon 3:15. Das heißt, Hannah kommt um 4. Das heißt, ich habe jetzt noch 45 Minuten, um mein Zimmer alles aufzuräumen und noch ein paar andere Sachen zu machen. Ich habe jetzt gerade schon mein Sportzeug angezogen, weil ich mache jetzt einen 10-Minuten-Workout. Das geht sich auf jeden Fall aus. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag so ein bisschen Sport zu machen, wenigstens so ein bisschen, damit ich mich bewege. Aber es ist echt zurzeit für mich schwer, mich zu motivieren für irgendwas, weil in meinem Zimmer ist es so kalt, dass man am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen würde unter der Decke. Also wirklich, mir ist in dem T-Shirt, ich friere richtig hart. Deswegen muss ich mich jetzt auch bewegen. Ich sehe gerade, auf meiner Turnmatte liegen hier die ganzen Sachen noch rum. Also mein Sportband liegt da schon richtig, aber die anderen Sachen muss ich jetzt noch alle wegräumen. Das ist das, was ich gestern aussortiert habe, beziehungsweise sortiert habe. Das muss ich wieder in den Schrank reinsortieren. Ja gut, dann muss ich das jetzt auch noch machen. Ich habe jetzt hier an meinem iPad, mache ich immer das Workout an und dann mache ich es am liebsten von Chloe Ting. Ich hoffe, man spricht so aus, ich weiß es nicht, aber die mache ich voll gerne. Und dann habe ich mein Sportband, um die Übung ein bisschen zu intensivieren, vor allem, weil es ja nur 10 Minuten lang geht, das Workout. Und eine Flasche mit meinem Wasser. Ich bin jetzt kurz fertig mit dem Workout, das war jetzt echt nicht lang. Und jetzt muss ich mein Zimmer ganz schnell aufräumen, damit ich es noch schaffe, bevor Hannah kommt. Und ja, ich fange einfach mal an. Hannah war jetzt gerade schon bei mir und wir sind jetzt schon fertig. Es ist mittlerweile jetzt 19.39 Uhr. Und damit beende ich jetzt auch hier mit dem Vlog, weil ich werde heute wahrscheinlich nicht mehr so viel machen, außer meinem Bett chillen und wahrscheinlich The Vampire Diaries ein bisschen weiter schauen, damit ich irgendwann auch mal fertig werde mit der Serie. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!